Das Terrarium wird gemacht. Ich habe schon geputzt, obwohl man hier sieht, es hat hier ein bisschen Glaskorrosion. Und ich habe wieder Teufel geputzt. Ja, man sieht es, ich habe alles verwendet, was nur irgendwie möglich ist. Und ich wollte eigentlich verwenden das Terrarium für die Balfuri-Spinnen. Aber für die Balfuri-Spinnen lasse ich mir ein Terrarium machen. Hier wird die Terrafosa Blondie reinkommen, unsere gute Tiny Tina. Und man sieht schon, ich habe schon alles da, was wir brauchen. Als erstes fange ich hier mit den Platten an. Die habe ich mir zuschneiden lassen. Da kommen erst oben noch lauter Löcher rein. Und Griffe habe ich besorgt. Hier, solche Griffe. Die kommen dann hier, hier oder hier so drauf, damit man dann die Platte schön rausheben kann. Die Platten an sich werden dann mit so Magneten, vielleicht lese ich die in die Platte ein und unten klebe ich sie auf die Glasscheibe. Wir haben ja hier so einen Rand, kann ich sie dann unten dran kleben, damit das Ganze noch ein bisschen gesichert ist. Und ja, ich stelle euch jetzt hier hin und werde das wahrscheinlich im Zeitraffer dann ablaufen lassen. Also wir sehen uns nachher, wenn ich hier fertig bin.
Jawohl, das Terrarium ist fertig. Zumindest die Einrichtung. Ich muss hier noch die Griffe machen. Übrigens, die Löcher bohren, das war ein Scheiß. Der Bohrer hat die letzten Löcher schon überhaupt nicht mehr gebohrt. Ja, da noch Griffe dran, die Magneten eingebaut, die Magneten dann hier noch dran. Das Ganze akklimatisieren lassen. Und ja, dann darf Tiny einziehen. Wir haben den nächsten Tag und das Becken ist schön akklimatisiert. Die Griffe sind montiert, auch die Magneten habe ich bereits eingegossen und angeklebt. Und jetzt gucken wir mal, ob Tiny rauskommen möchte. Nehmen wir weg. Gucken wir das so hinkriegen. Hier rauskommen. Gutes Mädel. Das ging jetzt schneller als ich dachte. Wollte ja eigentlich so ein bisschen zur Höhle hin. Aber ist okay. Und ja, ich weiß, das Terrarium ist ein bisschen groß für sie noch, aber für eine Blonde kein Problem, dass sie schon hier in das Terrarium kann. Und sie wird jetzt ein bisschen auf Forschungsreise gehen, vielleicht nimmt sie auch die Höhle an. Ich habe ihr natürlich auch ein paar andere Versteckmöglichkeiten gegeben, die etwas kleiner sind. Und ja,